Dieser Knoten verbindet zwei Leinen miteinander, ist also ein Verbindungsknoten, ein Bend. Es ist der Achter, der gleitende Achter-Verbindungsknoten. Besteht aus zwei Achtknoten, funktionsweise wie die englischen Knoten oder Blutknoten auf Zug. Blockieren sich beide Knoten und halten sicher zwei Leinen zusammen. Der Vorteil gegenüber den Blutknoten oder den englischen Knoten ist der, dass er sich sehr leicht lösen lässt. Das heißt, auch wenn hier richtig starke Last anliegt, kann man ihn relativ leicht lösen, indem man an den beiden Tampen zieht man den Knoten auf und kann dann die beiden Achten relativ einfach lösen. Der gleitende Achter-Verbindungsknoten. Das Arbeitsende der rechten Leine legen wir zunächst ein Überhandauge gegen den Uhrzeigersinn. Und machen daraus einen Achtknoten, also mit dem Arbeitsende hinter die stehende Part und von oben durch das Auge. Achtknoten. Das Arbeitsende der linken Leine wird parallel zu dem anderen Arbeitsende durch das untere Auge geführt. Und jetzt wird um die stehende Part der rechten Leine ein Achtknoten gemacht, indem wir von unten beginnen, hinter die stehende Part, über sich selbst, einmal herum und wieder in das Auge, so dass wir hier den zweiten Achtknoten haben. So, jetzt brauchen wir nur noch zuziehen und wir haben damit einen sehr kompakten, sehr haltbaren Knoten zum Verbinden zweier Leinen. Und nochmal zur Erinnerung: an den beiden Tampen ziehen, löst er sich oder kann geöffnet werden und die Achten können relativ leicht entfernt werden. Der gleitende Achter-Verbindungsknoten.